Moin, liebe Leute, Sternchenends, was geht? Heute kümmern wir uns mal um die gute Anne Spiegel, die Familienministerin von der guten Partei, die Grünen. Diese hat den Shitstorm ihres Lebens kassiert, nachdem sie nach der Flutkatastrophe im Ahrtal für 4 Wochen in Urlaub in Frankreich gefahren ist. Am 10.04. gab sie daraufhin eine Pressekonferenz, bei der sie versuchte, emotional zu erklären, warum sie dies tat und hoffte dabei auf Zuspruch von den Bürgern. Ob das Ganze geklappt hat oder nicht, werden wir uns nachher anschauen. Vorab kann ich euch aber schon mal sagen, ich werde dieses Video in 2 Abschnitte einteilen. Zuerst werde ich euch erklären, was genau im Ahrtal nochmal passiert ist und wie die Flutkatastrophe ablief. Danach folgt dann das Interview bzw. die Pressekonferenz von Anne Spiegel, über die wir uns dann ein bisschen lustig machen. Ich glaube, es sollte logisch sein, dass ich mich beim ersten Abschnitt, also beim Erzählen über die Flutkatastrophe, keinerlei satirisch äußern werde, sondern logischerweise einfach nur darlege, was passiert ist. Ich werde das Ganze natürlich auch hier im Video einteilen in diese Abschnitte. Falls ihr also skippen wollt und euch nur das Ganze mit Anne Spiegel anschauen wollt, könnt ihr das gerne tun. Ansonsten würde ich aber sagen, gehen wir rein und ich erkläre euch einmal kurz, was bei besagter Flutkatastrophe passiert ist. In der Nacht vom 14.07. auf den 15.07.2001 kam es in Ahrtal im Kreis Ahrweiler zu einer verheerenden Katastrophe. Ein starker Regenschauer trat ein und es fielen mehr als 100 Liter pro Quadratmeter in Teilen der Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Das Schlimme daran war, dass die Menschen teilweise nicht gewarnt wurden. Obwohl die Behörden schon Tage zuvor diese Warnungen rausgaben, wurden diese von der Politik nicht umgesetzt bzw. beherzigt. Dafür steht unter anderem Jürgen Föhler, der Vorsitzende des Kreises Ahrweiler, nun vor Gericht und es wird ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Tötung. Im Januar 2022 bestätigten dies mehrere Wetterexperten und sagten aus, dass die Flutkatastrophe rechtzeitig klar gewesen wäre und somit der Tod vieler Menschen vermeidbar gewesen wäre. Bereits am Morgen des 14.07. regnete es stark, dies hörte den ganzen Tag über nicht auf. Der Wasserstandspegel erreichte schon vor 19 Uhr einen historischen Höhepunkt. Gegen 19.15 Uhr etwa bricht dann die Pegelmessung ab. Der vermutete Höchststand in der Nacht wird auf etwa 7 Meter gemessen. Die Nacht verbrachten die Anwohner großteils auf ihren Dächern, mindestens 50 Menschen konnten von diesen Häuserdächern dann gerettet werden. Im Einsatz waren unter anderem 100 Bundeswehrsoldaten und über 200 Feuerwehrleute. Noch war es extrem schwierig, die Menschen zu retten und die Flutkatastrophe unter Kontrolle zu bekommen. Erst am Donnerstagmorgen wurde dann das volle Ausmaß der Katastrophe allmählich sichtbar. Es waren immer noch sehr viele Menschen verschollen und man wusste nicht genau, wie viele Todesopfer es gab. Am 30.08.2021 war dann die Zahl der Todesopfer klar. Es waren genau 133 Tote. Betroffen von der Katastrophe waren insgesamt etwa 42.000 Menschen. Mindestens 17.000 von ihnen verloren komplett ihr Hab und Gut und stehen vor erheblichen Schäden. In der Flut wurden 467 Gebäude mit sich gerissen, darunter mindestens 192 Wohnhäuser. Von den 4.200 Gebäuden entlang der Ahr sind geschätzt mehr als 3.000, also mehr als 70% aller Gebäude, beschädigt worden. Bis heute leiden die Betroffenen unter dieser Katastrophe. Und bis heute sind die Menschen fassungslos, wie fahrlässig mit den Warnungen umgegangen wurde. Ja, meine Zusammenfassung basierte auf einem Protokoll des SWRs. Wenn ihr dieses selber einsehen wollt, ist in der Beschreibung verlinkt. Ja, nachdem wir jetzt genau wissen, was passiert ist, können wir uns jetzt nun um die gute Anne Spiegel kümmern, die, wie gesagt, am 10.04. eine historische Rede gehalten hat. Und hier kann ich mich auch wieder ein bisschen lustig machen über die gute Dame. Also gehen wir rein und schauen uns einmal die Rede zusammen an. Ich mache jetzt einen ungewöhnlichen Schritt, zu dem ich mich entschieden habe. Ich werde Ihnen jetzt einige private Details nennen. Mein Mann hatte eigentlich in der Vergangenheit immer ausdrücklich darum gebeten, dass wir die Privatsphäre unserer Familie wahren. Aber ich möchte diesen Schritt gehen, um die Sachlage auch etwas einordnen zu können. Ja, man merkte schon, der guten Frau Spiegel fällt es sehr schwer, hier klare Worte finden zu können. Ihre Stimme zittert, sie hat Pipi in den Augen und ist hochemotional. Ja, sie sagt, dass sie jetzt das erste Mal, auch wenn ihr Mann das nicht möchte, über ihre Familie redet. Aber was war denn hier los? 2018 nahm Anne Spiegel tatsächlich ihr Baby mit in den Bundesrat, nahm also einen Termin mit ihrem neugeborenen Kind zusammen wahr. Ja, oder hier noch Ende 2021 spricht sie über ihre Karriere mit Kindern, erklärt sie so, wie sie das Ganze mit ihrem Mann aufteilt, wo sie leben, was die Kinder so machen. Ja, hat natürlich viel mit Geheimhaltung zu tun, aber ist egal. Komm, schauen wir mal, was Anne denn noch so alles Schönes zu sagen hat. Im März 2019 hatte mein Mann einen Schlaganfall. Diese hat dazu geführt, dass er seit dem Schlaganfall ganz unbedingt Stress vermeiden musste.
Ja, zwar wünsche ich dem Mann natürlich alles Gute und ich hoffe, dass es ihm wieder gut geht, aber man sieht natürlich extrem, dass Frau Spiegel absolut versucht, über Emotionen und Heuli-Heuli zu gehen. Möchte natürlich mit diesen tragischen Geschichten alle Zuhörer davon überzeugen, dass sie ja ach so schlimmes Leben hat. Übrigens vorab, so eine Familienministerin verdient übrigens 20.000 Euro im Monat, aber dazu kommen wir gleich nochmal, ne? Die Corona-Pandemie war für uns mit 4 kleinen Kindern, ein Kind im Kita-Alter und 3 Kindern im Grundschulalter eine wahnsinnige Herausforderung, die die Kinder auch ganz klar mit Spuren versehen hat. Und weiter geht die emotionale Achterbahn. Möchte natürlich jetzt hier nochmal zeigen, dass sie ein ganz, ganz schlimmes Leben hat, weil sie 4 Kinder hat, wovon alle unter der Corona-Pandemie litten und unter dem Lockdown und dass es ihr ja ach so schlecht ging. Vergisst aber eventuell dabei, dass sie ein bisschen mehr verdient als andere Familien und andere Familien eventuell auch Kinder haben und eventuell auch darunter leiden mussten, aber eventuell dann doch ein bisschen weniger Geld zur Verfügung haben und es denen vielleicht nicht so gut geht und vielleicht nicht sagen können, hier Mann, bleib mal zu Hause, kümmere dich mal 24/7 um die Plagen, dann haben die Kinder ja genug Erziehung. Ja, diesen Luxus haben die meisten Familien in Deutschland nicht, da gehen beide Elternteile arbeiten und haben das trotzdem mit der Pandemie hinbekommen. Aber trotzdem guter Versuch, ja, die Tränen, die kullern auch schon fast. Gucken wir mal, ob sie uns vielleicht in den nächsten Sätzen ein bisschen überzeugen kann und dass mein Herz auch eventuell ein bisschen weicher wird. Und ich hatte mich dann entschlossen, wozu ich auch stehe, die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl zu übernehmen. Gleichzeitig zu meinem Amt als Ministerin für Familie in Rheinland-Pfalz. Und warum macht man das dann, wenn es einem ach so schlecht geht und die Familie so doll leiden muss? Also das verstehe ich jetzt nicht. Weil sie noch weniger Zeit für die Familie haben, sodass die Kinder dann noch mehr leiden und das ist dann in Ordnung oder wie? Das wird Frau Spiegel ja selber wissen, was sie da getan hat. Das hat uns als Familie über die Grenze gebracht. Ich habe danach federführend für die Grünen die Koalitionsverhandlungen gemacht. Aber mein Mann war sehr stark auch belastet. Und es war wirklich an einem Punkt, zum ersten Mal für uns als Familie, wo wir Urlaub gebraucht haben, weil mein Mann nicht mehr konnte. Oh, hochemotional geht's jetzt hier weiter. Der Mann konnte leider nicht mehr. Sie haben natürlich Urlaub gebraucht. Ganz wichtig, diesen Urlaub natürlich während bzw. kurz nach der Flutkatastrophe zu nehmen. Ja, der Mann tut mir auch sehr leid. Der muss nicht arbeiten gehen, hat unendlich viel Geld zur Verfügung und kann sich problemlos um seine Plagen kümmern. Wahrscheinlich haben sie auch noch mehr als genug Kohle, um sich mehrere Haushälter und was weiß ich was zu holen. Aber ja, sie tun mir natürlich extrem leid. Diese Familie muss leiden ohne Ende. Da muss ich natürlich recht geben. Die starken Emotionen, das ständige Schlucken, weil man die Tränen runterschlucken muss, die kann ich verstehen. Ach, die arme Frau Spiegel. Da muss ich ja auch direkt kommen. Schnell weiter. Und es war für mich eine sehr schwere Abwägung, die ich mir auch nicht leicht gemacht hatte, zwischen meiner Verantwortung als Ministerin und der Verantwortung als Mutter mit 4 Kindern, die noch klein sind und die in der Corona-Pandemie nicht gut durch diese Pandemie gekommen sind. Ja, und es geht natürlich weiter. Man muss die Leute natürlich abholen. Die Zuschauerschaft muss emotional gepackt werden. Es ist das gefühlt 18. Mal, dass sie sagt, dass sie natürlich 4 kleine Kinder hat, dass diese an der Corona-Pandemie zugrunde gegangen sind und dass es ihnen ach so schlecht ging. Da war natürlich so ein Urlaub in Frankreich das einzig Wahre, was man machen konnte. Hätte man sich auch eventuell nicht zurücknehmen können oder so. Nein, nein, man muss auf jeden Fall weiter buckeln. Man muss die Kinder weiter unter Druck setzen und eventuell weiterhin nicht für seine Kinder da sein. Muss alles der Mann machen. Ja, und der braucht dann natürlich Urlaub, der Arme. Kann ich verstehen. Ja, also mich hat sie schon fast weich gekocht. Bin vielleicht schon fast umgekippt. Aber vielleicht schafft es ja jetzt nochmal so richtig in den nächsten Statements. Und deshalb haben wir uns als Familie entschieden,
am Sonntag, den 25. Juli, in Urlaub zu fahren. Das war 10 Tage nach der Flutkatastrophe. Und das war ein Fehler, dass wir auch so lange in Urlaub gefahren sind. Und dass wir in Urlaub gefahren sind. Ach nein, das war doch kein Fehler. 10 Tage nachdem 133 Menschen gestorben sind. Ist doch alles gut, da kann man das mal zelebrieren, dass man so viel Geld verdient. Kein Problem. Übrigens, hattet ihr eigentlich schon mal wirklich 4 Wochen am Stück Urlaub? Also der Normalo kriegt sowas in der Regel nicht so wirklich bewilligt. Aber Frau Spiegel darf das. Natürlich, weil es ihr und den 4 Kindern so schlecht ging während der Corona-Pandemie. Ach, so eine grausame Welt. Ich war während des Urlaubs immer erreichbar. Ich habe Telefonate geführt und ich habe mich immer informiert. Und wenn es irgendeinen Anlass gegeben hätte, den Urlaub abzubrechen, dann hätte ich das auch sofort getan. Och, wie nobel von ihr. Sie hätte ihren Urlaub abgebrochen, wenn es dafür irgendwelche Gründe gegeben hätte. Na, das ist aber mal eine richtig gute Arbeitnehmerin. Übrigens, dass du im Urlaub erreichbar bist, ist vielleicht jetzt nicht so besonders. Gerade Leute in Führungspositionen kennen das Ganze, dass sie selbst im Urlaub nicht wirklich ihre Ruhe haben. Stell dir das mal vor. Dennoch habe ich natürlich äußerstes Mitleid mit dir, armen kleinen Mädchen. Und vor allem natürlich den Kindern, die es so schwer hatten in der Pandemiezeit und nur ihre 4 Kinder und alle anderen Kinder nicht. Ich habe nicht aus meinem Urlaub heraus an den Kabinettssitzungen teilgenommen, aber ich möchte betonen, dass ich die ganze Zeit erreichbar war. Ich habe mit der Ministerpräsidentin gesprochen, ich habe mit meinen Staatssekretären gesprochen, telefoniert. Ich habe natürlich auch, war in den Mails. Und es ist auch zutreffend, dass ich meinen Urlaub unterbrochen habe, um für einen Tag zurück ins Ahrtal zu kommen. Ach, sie muss doch mal betonen, dass sie ja erreichbar war und auch in ihren Mails geguckt hat. Mann, dort, sie ist aber eine richtig gute. Und natürlich hat sie ihren Urlaub für einen Tag unterbrochen und ist ins Ahrtal gefahren. Welch noble Geste. Mann, solch eine Familienministerin wollen wir doch haben. Richtig gute Frau. Ja, vielleicht haben wir ihr dann doch Unrecht getan. Na, ich weiß es nicht. Irgendwie mag ich die gute Frau Spiegel ja schon. Und wenn sie dann so weint und ach und so die Kullertränchen und oh, da kann man doch nur schwach werden, oder? Jetzt überlege ich gerade noch, ob ich irgendwas. Jetzt muss ich noch irgendwie abbinden. Aber was ist denn jetzt da passiert? Da guckt die gute Frau Spiegel zur Seite, kann plötzlich wieder ganz normal reden und sagt, sie muss das Ganze jetzt noch abbinden. Ja, abbinden kommt tatsächlich aus der Werbebranche und heißt so viel wie, man muss es tatsächlich noch mit einem Slogan zusammenfassen, damit man das Ganze auch gut verkaufen kann. Kann eventuell sein, dass Frau Spiegel nicht so wirklich gecheckt hat, dass das Ganze live ist und sie somit hoffte, dass es eine Aufzeichnung ist, welche geschnitten werden kann. Ja, somit hat sie sich selber ein Bein gestellt und hat damit bewiesen, dass es alles nur eine große Show ist, was sie da abzieht. Aber gucken wir mal, wie sie das Ganze denn dann abbindet. Ich möchte mich für die Fehler ausdrücklich entschuldigen. Oh, wunderschön und professionell abgebunden das Ganze. Sie möchte sich für ihre Fehler entschuldigen. Tolles Statement, auch eine tolle Pressekonferenz. Absolut hervorragend gemacht. Glaubhaft bis zum geht nicht mehr. Ja, Anne Spiegel ist nach diesem Statement vorerst nicht zurückgetreten, hat dann aber den Backslash des Lebens kassiert, weil kein Mensch ihr diese Chose abgekauft hat. Auch ein sehr bemitleidenswertes Schauspiel, was hier passiert ist. Ja, aber gestern ist es dann doch passiert, am 11.04. Anne Spiegel ist zurückgetreten. Herr Nuripur sagt, das ist die richtige Entscheidung. Daran Stärke, dies zu entscheiden. Und er versucht natürlich, eine passende Nachfolger Sternchen-Ens zu suchen. Und auch Frau Baerbock hat sich dazu geäußert. Sie sagt, dass sie eine sehr extreme, harte, persönliche, unglaubliche, schwere Zeit hatte. Und dass das Ganze zeigt, wie brutal Politik sein kann. Ja, Frau Baerbock hat natürlich die Emotionen gespürt, die Frau Spiegel ausgedrückt hat. Ich natürlich auch, ne? Ich sehe das Ganze natürlich ähnlich wie Frau Baerbock. Auch ein bisschen geweint, wie ihr es ja mitbekommen habt. Ah, herrliche Rede hier von Frau Spiegel. Ich wünsche ihr natürlich viel
Glück oder so. Keine Ahnung. Nun gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis dahin habe ich euch natürlich immer noch lieb. Haut da rein, macht's gut. Tschüss. Ey, yo, check, Gabba, Workaholics Drama. Disclaimer für euch, Heuchler, Dicker, geh mal zum Psychiater. Du bist so ein guter Mensch, so woke und androgyn. Hast deine Talking Points vom ÖER, deshalb willst du die Grünen. Argumente, Fehlanzeige, frisst die rote Pille. Gabba, Gandalf, abonnieren, gib dir den Kick für deine Sinne. Tschüss.